Hallo und willkommen zur zweiten Episode von Crab Time. Heute spielen wir mal ein Spiel, was ich persönlich schon kenne. Und zwar heißt das Ganze 10 Millionen, würde ich sagen. Ich meine, es ist 10 Millionen als Zahl ausgeschrieben. So wie hier oben, was unter Freedom steht. So heißt das Spiel. Und das kam, wenn ich mich nicht täusche, heute oder gestern raus. Ich habe mir das auch direkt gekauft, weil es eigentlich interessant aussah. Und wir werden das Ganze jetzt mal ein bisschen angucken, hier so gameplay-mäßig. Und dann werden wir mal gucken, ob das Spiel sich dann lohnt für 4 € oder ob das nicht so toll ist. Ja, ich habe schon ein bisschen gespielt. Es gibt leider nur ein Self-Game, deswegen ja, müssen wir da jetzt fortsetzen. Das ist ein bisschen schade. Also wir sind hier in der Burg, ja. Ich denke, es soll eine Burg sein. Das ist so, man kann sagen, der Hauptsitz. Da kommt man immer, nachdem man eine Runde gespielt hat, hin. Und man kann diverse Sachen machen. Anfangs kann man nichts machen, da man muss sich erst die ganzen 6 Gebäudedinger hier, die man hat, kaufen. Aber die kann man dann benutzen, indem man die anklickt. Dann läuft der ziemlich hässliche Charakter da hinten. Dann kann man zum Beispiel hier in diesem, das ist der Stabhersteller, kann man dann seine Stäbe upgraden. Man kann hier den Edelstein upgraden, das Material, die Qualität. Und das erhöht dann halt den Schaden oder die Chance auf einen magischen Effekt. Dasselbe gibt es dann hier noch für Schwerter. Das kann ich gerade nicht mal weiter upgraden beim Blacksmith, weil ich das schon habe. Dann müsste ich erst das Haus aufbauen hier. Das kostet dann ein bisschen Holz und Stein. Wie man an Holz und Stein kommt, das erkläre ich gleich noch. Und es ist halt dasselbe wie bei den Stäben. Denn hier drüben hat man hier dieses Fitnesscenter, da kann man dann seinen Charakter mit Erfahrungspunkten aufbauen. Das sind hier oben diese lilanen Batzen. Die kriegt man, wenn man Gegner vermöbelt. Ist ja eigentlich selbstverständlich. Da habe ich schon ziemlich viel trainiert hier. Ein paar Sachen sind noch offen. Kann ich leider auch nicht mehr weiter upgraden. Also ich denke, Level 4 ist für alle Gebäude das Maximum zum Upgraden. Und da merkt man schon, das geht ins Upgraden rein hier. Das ist im Prinzip, falls jemand das kennt, diese Flash-Spiele, wo man irgendwie irgendwas eine bestimmte Strecke weit schmeißen muss. Und dann fliegt man anfangs nur ein Stück, dann gradet man was ab, dann fliegt man immer weiter und so. Ja, so ist das ja auch. Nur, dass das halt Geld kostet. Das kann man hier noch Schilder upgraden. Schilder finde ich bis jetzt irgendwie so das, was am wenigsten nützlich ist. Deswegen habe ich das noch nicht gemacht. Aber wir können uns das selber angucken. Wir sehen, ich habe jetzt 740 Gold. Da kann man hier zum Beispiel den Schildtyp upgraden. Für 370 Gold, das machen wir dann mal. Dann läuft hier dieser Progress-Balken durch und dann sehen wir hier, jetzt haben wir 3 Schilde mehr pro Match. Match ist halt immer, wenn man ein Paar macht. Aber das sehen wir dann im Gameplay denn. Das ist noch nicht das Gameplay hier, falls sich da jemand wundert. Hier haben wir das mit Rüstung. Da bin ich schon ein bisschen weiter, weil das reduziert prozentual den Damage und sorgt dafür, dass Gegner langsamer angreifen. Und das hier ist eigentlich relativ interessant, da kann man sich nämlich so ein paar Tränke reinkippen. Es erinnert so ein bisschen an dieses System aus Bastion. Ich denke, Bastion ist ein bisschen besser bekannt, auch im deutschen Bastion. Man kann diese Dinger nehmen, kriegt dann immer einen positiven Effekt und einen negativen. Zum Beispiel kriegt man, wenn man den hier anhat, mehr Stein und Holz, aber dafür keinerlei Erfahrung. Mit dem hier hat man mehr Crit-Chance, macht aber generell weniger Schaden und ja, da hat halt jeder hier so ein paar Vorzüge und Nachteile. Ich finde im Prinzip, erstmal sollte ich, denke ich mal, ohne diese Dinger spielen. Aber wenn man dann diese Erfahrungsupgrades alle hat, dann kann man hier das nehmen, dass man keine Erfahrung kriegt und mehr Stein und Holz. Das ist dann sicherlich relativ praktisch. Ja, dann schauen wir uns doch mal an, wie das Ganze funktioniert. Es spielt sich so ein bisschen wie eine Mischung aus Rollenspiel und Bejeweled. Also schon mal relativ strange. So, ich bin schon als auf dem Adventurer Rank oder erst, keine Ahnung. Dann gibt es hier so ein paar. Ja, da sieht man halt immer so eine Aufträge, die man machen muss. Wenn man alle gemacht hat, steigt man immer einen Rang auf. Beziehungsweise hier habe ich noch eins übrig. Man muss immer nur, also man kann 2 übrig haben am Ende. Dann kommt hier eins, sowas, sammel X Punkte und wenn man das hat, kommt man zum nächsten Rang. Man sieht ja auch immer, gegen welche Gegner man kämpft, wie vielfach man hier Rohstoffe sammelt, also Holz und Stein. Ich weiß nicht, ob das auch für Erfahrung zählt. Und halt ein Score-Multiplayer. Ich denke, wenn man hier diese angesprochenen 10 Millionen Punkte hat, dann gewinnt man. Mein höchstes Score ist jetzt ein bisschen über 1 Million. Aber wir gucken uns das jetzt erstmal an. Wir gehen mal auf Rookie rein. Also das Einfachste. Da wird nämlich das Spiel nochmal ein bisschen erklärt. So, wir sehen hier oben, da läuft unser Charakter. Und hier unten sehen wir unser Bejeweled-Feld. Hier links sehen wir dann noch andere Sachen. Hier oben ist das Inventar. Hier haben wir diese Schilde. Ich hoffe, man sieht mir im Mauszeiger. Das wäre kacke, wenn der nicht mit aufgenommen wird. Dann haben wir hier neben noch unsere ganze Anzeige für halt unsere Stats und hier unten unsere Aufträge, wo wir für diesen Schwierigkeitsgrad keine mehr haben.
Jetzt sehen wir hier, da wird uns das Spiel erklärt. Wir können nämlich diese Reihen können wir verschieben. Und wenn wir dann halt 3, 4 oder 5 oder noch mehr von einer Sorte in eine Reihe bekommen, dann löst sich das auf und wir bekommen, je nachdem was es ist, einen Effekt. Hier sieht man zum Beispiel, wenn man 3 Schwerter in einer Reihe bekommt, dann greift man den Gegner an. Das können wir jetzt aber machen. Da oben sehen wir, das ist ein Gegner. Wir drehen das hier, haben 3 Schwerter und der fickt den Zombie. Ja, mein Charakter macht jetzt schon ein bisschen mehr Schaden. Deswegen ist das alles kein Problem mehr. Wir können das auch hier mit den Stäben machen. Ist halt das Gleiche, nur halt statt physischen Angriff sieht man hier einen magischen Angriff. Dann hat man hier, man kann Backpacks, diese lilanen Dinger, die kann man zusammen machen. Und wenn man dann Gegner killt, hat man eine Chance, Items zu finden. Items kann man immer separat noch benutzen. Die sind dann hier oben im Inventory und die machen halt Damage oder verändern hier die Blöcke so ein bisschen. Und dann haben wir hier das dritte, also den dritten wichtigen Aspekt. Es gibt halt Schwertkampf, es gibt Stabkampf und es gibt hier diese Schlüssel. Damit kann man Kisten und Türen aufmachen. Und in Kisten ist halt Gold oder Items drin. Und in Türen, ja, in der Tür ist halt gar nichts drin, außer ein Schlüsselloch. Ja, das ist ja verständlich. Dann sehen wir hier, für so eine Kiste brauchen wir 2 Schlüssel. Außer wenn wir hier so ein Vierer-Ding jetzt hinkriegen. Wenn wir 4 Schlüssel in einer Reihe haben, dann macht er automatisch 2 Schlüssellöcher auf. Und wenn wir 5 in einer Reihe haben, macht er automatisch 3 Löcher auf. So, hier haben wir ein Item. Das ist zum Beispiel der Skelettschlüssel. Ist eigentlich ein relativ praktisches Item, weil da können wir so eine Kiste direkt öffnen mit. Der zählt als 2 Schlüssel. Das hier das Zeitsystem erklärt. Wir sehen, unser Charakter bewegt sich nach rechts. Wenn die Gegner uns angreifen, rutschen wir nach links und wir können durch bestimmte Items können wir auch weiter nach rechts rutschen. Ansonsten kommen wir über Zeit automatisch ein Stück nach rechts. Wenn wir ganz links ankommen, verlieren wir den aktuellen Run und fangen wieder von vorne an. Können dann halt immer upgraden. Wenn wir ganz nach rechts kommen, kriegen wir einen Bonus, wenn wir eine bestimmte Zeit lang hinter der Linie hier bleiben, die da ist. Und dann sehen wir auch hier, Gegner töten, Kisten öffnen und laufen bringt einem einen Zeitbonus ein. Getroffen werden und stillstehen gibt uns halt ein Handicap für die Zeit. Penalty, eine Strafe, genau, eine Zeitstrafe. Das sieht man eigentlich immer, wenn jetzt hier läuft, der kommt so ganz langsam nach vorne. Ja, ein Run geht so lange, bis man keine Zeit mehr hat. Lauf so lange, wie du kannst. Und ich denke, ich werde mich hier auch relativ blamieren, weil Bejeweled ist nicht unbedingt meine Stärke, muss ich dazu sagen. Also ich übersehe meistens die einfachsten Stacks da unten, aber das ist ja eigentlich scheißegal. Man spielt ja zum Spaß und ich finde, das Spiel macht durchaus schon ein wenig Spaß. Mehr als das Pony-Spiel beim letzten Mal, um schon mal so viel zu spoilern. Es ist besser als das Pony-Spiel, kostet ja auch doppelt so viel. So, hier, Schilde kann man auch stapeln, dann erhöht man den Schild-Counter. Und dann ist, wenn ein Gegner uns angreift, verlieren wir halt erstmal Schild, anstatt dass wir nach hinten rutschen. Ich finde die Schilde in dem Sinne nicht so praktisch, weil die Gegner machen irgendwie mal 20 Schaden oder so. Und ein Schild absorbiert immer nur 1, glaube ich. Und das ist dann irgendwie... Dann kriegt man halt trotzdem noch 11 Schaden, wenn man 9 Schilde hat. Ja, wir killen jetzt einfach den Gegner. Gucken, Schilde können wir eh gerade... Hier können wir Schilde matchen. Ja, hier mit Holz und Stein können wir unser Schloss reparieren und upgraden. Repariert habe ich es schon, upgraden können wir nur noch. Gold bekommen wir für diese Aufträge hier unten, kann aber auch an den Kisten sein und Erfahrung halt fürs Killen. Und bei den Waffen ist das halt so, wenn man 3 stackt, macht man einen Angriff. Wenn man 4 stackt, der macht er halt doppelten Schaden. Und wenn man 5 stackt, macht er dreifachen Schaden. Hier ist nochmal so ein Tipp, dass man immer in Bewegung sein sollte und deswegen möglichst viele Schwerter, Stäbe und Schlüssel haben sollte. Und möglichst wenig Stein und Holz. Also Holz und Stein sollte man, wenn es geht, immer direkt wegmachen, damit man halt für die wichtigen Sachen, durch die man weiterläuft, Platz hat. So, dann schauen wir doch mal, was können wir jetzt hier noch machen. Hier haben wir noch ein Schwert. Und da haben wir den Endgegner für dieses Level. Keine Ahnung, ob ich den killen kann. Ja, das sieht aus, als wenn man den schaffen könnte. Aber ich glaube, da bin ich jetzt schon zu langsam für. Ja, ich bin ja nicht wirklich gut in dem Spiel, habe ich ja schon angesprochen. Ich habe auch schon gesehen, da gibt es schon wieder diverse Reviews zu dem Spiel. Jetzt haben wir verloren. Beziehungsweise nicht verloren, wir kriegen ja freundliche Musik hier. Nehmen wir mal diese professionellen Tipps. Physische Schaden kommen von Schwertern und Äxten. Das hätte ich nicht gedacht. Und wir haben hier oben noch ein Item bekommen. Ich weiß nicht, was das W da drüber heißt. Aber wir können damit hier Schlüssel in unser Feld spawnen. So.
Man sieht, der Charakter schläft dann jedes Mal hier wieder. Dann muss man den da unten erstmal zur Tür schicken. Er läuft dahin, dann kann man sich wieder eine neue Mission ausruhen. Ja, ich würde sagen, wir spielen jetzt einfach mal eine Runde auf Adventurer. Das ist das, wo ich gerade angekommen bin. Ja, ich spiele mal Questor, ich weiß es nicht. Wir spielen einfach mal... Ich würde sagen, wir spielen erstmal das hier. Etwas leichteres, bevor wir dann... Bevor ich dann das Ganze abschließen nachher mit dem, wo ich gerade bin. Wir schauen uns das mal an, das ist... Macht durchaus Spaß, wie ich angesprochen habe. Weil es ist halt dieser... Man hat halt immer diesen Sammeltrieb, dass man halt sagt, ja komm, ich mach mal eine Runde, mal gucken, was dann danach für Upgrades kommen und sowas. Das ist dasselbe Prinzip wie bei den Flash-Games halt. Nur, dass es hier um einiges umfangreicher ist. Ich habe jetzt, glaube ich, 4 Stunden gespielt und habe halt... Ich würde schätzen, vielleicht die Hälfte vom Spiel. Das ist für 4 Euro ganz okay. Das letzte Mal hatte ich so viel Spielzeit, als ich Precipice of Darkness 3 gekauft habe. Da hatte ich, glaube ich, 3 Euro bezahlt und habe 10 Stunden Spielzeit rausbekommen, bis ich durch war. So, jetzt haben wir 4 Items. Was haben wir hier? Wir haben jetzt diesen Schlüssel, damit machen wir erstmal die Kiste auf. Was ist da? Da ist ein Gegner. Dann können wir jetzt die Axt nehmen. Die macht halt 96 Schaden, das ist schon eine ganze Menge. Ist halt immer so viel wie ein normaler Schlag mit dem Schwert, glaube ich. Ja, ist natürlich kacke, dass ich jetzt schon ein bisschen höher im Level bin und man nicht wirklich viel sieht von dem, was da rechts so kommt. Aber man muss ja nur Punkte farmen. Ich finde doch, wenn man gerade die in dem aktuellen Level ist, also das wäre jetzt bei mir das, was ich am Schluss zeigen will, dann fände ich es immer wichtiger, Steine und Holz zu stacken. Weil man dann halt, selbst wenn man verliert, immerhin noch ordentlich Zeug für seine Upgrades dazu bekommt. Wenn zum Beispiel der Drache hier, der fegt einen schon relativ stark zurück. Und wenn man dann nur Kacke auf dem Feld hat, dann kommt man da nicht wirklich durch. Deswegen stacke ich dann lieber noch schnell die Ressourcen, um die noch mitzunehmen. Ist ein bisschen praktikabler. So, wir nehmen das Ding hier, das macht Magieschaden und dann haben wir hier so ein Stück Nahrung. Damit rutschen wir automatisch nach vorne. Das ist auch ganz praktisch. Schlüssel. Oh Gott, ich bin wieder blind. Ich spawn einfach mal ein paar mehr. Mehr Schlüssel spawnen ist immer gut, wenn man gerade vor der Tür steht. Da stehen wir vor einer Kiste. Und da haben wir gerade gesehen, das hat beide Dinge automatisch aufgemacht, weil ich 4 in einer Reihe hatte. Nehmen wir mal die Schilde hier. Da, jetzt sehen wir, wir kommen in den nächsten Rang. Das ist, damit man, selbst wenn man auf einfachen Schwierigkeitsgraden einsteigt, irgendwann trotzdem an die schweren Gegner rankommt. Weil sonst könnte man einfach auf dem leichtesten reingehen und rennt dann da von Anfang an die 10 Millionen Meter durch, oder was man da machen muss. Ist eigentlich ziemlich schlau gemacht, damit man das Ganze nicht cheesen kann, wie man so schön sagt. Und dann hat man halt immer verschiedene Gegnerarten, da muss man auch drauf achten. Das ist hier zum Beispiel ein Golem. Und bekanntermaßen haben ja Golems relativ viel Rüstung. Ja, das ist auch in diesem Spiel so. Deswegen macht der Stab mit der Magie wesentlich mehr Schaden an denen als das Schwert. Gibt aber halt auch Gegner, da macht man mit dem Schwert wesentlich mehr Schaden. Das sind zum Beispiel diese komischen Elementardinger hier, da macht man, glaube ich, mit dem Schwert um einiges mehr. Man sollte auch immer, wenn gerade kein Gegner da ist, probieren, hier Sachen wegzubekommen. Vor allem halt die Ressourcen, das ist wichtig, dass man die dann schnell reinhaut. Weil die Ressourcen bringen einen ja im Kampf nicht weiter. Wenn man es überhaupt Kampf nennen kann. Man stackt Zeug und dann fallen die Gegner um. Das ist nicht wirklich so was, wie man das hier als Kampf erwarten würde. Oh, habe ich schon verloren. Das ist immer nervig, wenn man irgendwo klemmt und dann das Richtige gar nicht bei hat. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Gold. Können wir mal gucken, ob wir dafür was Sinnvolles kaufen können. Oder ich würde sagen, wir graden einfach mal was ab. Dann können wir das auch mal zeigen. Nehmen wir hier mal den Schmied. Weil den muss ich eh bald upgraden. Klicken wir auf Upgrade. Kostet relativ viel schon. Das nimmt natürlich mit jeder Stufe zu. Das ist ja logisch. Upgrade. Zack. Jetzt könnten wir hier die höheren Upgrades holen wieder. Kostet jetzt schon über 4000 Gold. Das dauert eine Weile, bis man 4000 Gold hat. Mal gucken, wie viel ich gerade gemacht. Ich glaube, ich hatte vorher 400. Das heißt, es waren jetzt 600 mit dem One. Ja, wir spielen jetzt einfach mal Adventurer, das wo ich gerade bin. Es ist natürlich schade, dass ich jetzt nicht alles zeigen kann und nicht von vorne anfangen kann. Aber geht ja leider nicht anders. Das Spiel bietet ja in diesem Sinne nicht wirklich
eine Save-Funktion. Finde ich auch ein bisschen schade. Ich meine, ich habe das gerade gestartet und war dann automatisch wieder auf meinem Save drauf. Frage ich mich ja, was passiert, wenn man das Ganze durch hat. Ob man dann von vorne anfängt automatisch oder ob das dann einfach so weitergeht, ne? Auf dem Save. Das sind alle Fragen, die man sich hier so stellt. Da wollte ich eigentlich gar nicht das Schwert stacken. Aber es ist ganz praktisch, wenn man die Reihen so scrollt und irgendwie was hat, was passt, dann leuchtet das kurz so auf, wenn man gerade in der richtigen Position ist. Das macht es teilweise echt ein bisschen einfacher. Ist auch gut so. Weil manchmal sieht man echt nicht, was man gerade macht. Hier sieht man, das wird dann hell, das ist dann halt schön. Dann kommt man auch mal voran. So, Holz nehmen wir mit. Diese Ressourcenrate, die da halt war, die zeigt sich dann halt auch bei dem hier. Weil in dem Level macht man definitiv sehr viel schneller seine Ressourcen als in den anderen Stages vorher. Weil das hier das erste mit einer vierfachen Rate ist. Das heißt halt, man kriegt für einen Stack so viel Holz oder Stein, als wenn man vier Stacks machen würde. Mann, das ist, wenn man dabei redet, noch um einiges schwerer als so. Ja, da sehen wir jetzt, wir haben von den Zielen hier gar nichts erreicht. Dieses Kackding hier, das habe ich schon seit Ewigkeiten offen. 5 Kisten öffnen, das schafft man fast nie irgendwie. Das hier könnte man machen, 30 Steindinger wegmachen, das ist machbar. Und hier unten Gegnern gerade so, bevor die Zeit ausläuft, killen, das ist immer relativ schwierig. Schauen wir mal, was wir das hinkriegen. Erstmal die Nahrung reinhauen. Haben wir von Anfang an erstmal einen kleinen Vorteil. Und das geht hier mit 2 Kisten direkt los, das ist ja schon mal schön. Sind noch keine 5 Kisten, aber es sind zumindest schon mal 2. Das muss ich euch sicherlich nicht erklären, dass 5 und 2 unterschiedliche Zahlen sind. Und selbstverständlich ist das hier nicht das Crap-Time, was ich eigentlich machen wollte. Ich hatte, glaube ich, beim Pony-Spiel angesprochen, dass ich schon weiß, was ich beim nächsten Mal mache. Ich hatte mir auch was vorgenommen, aber ich wurde spontan von Derfi gefragt, ob ich denn das hier nicht mal aufnehmen könnte. Weil, als ich mir erklärt habe, um was es geht, hat er halt Interesse gezeigt und möchte es gerne sehen, deswegen nehme ich das jetzt erstmal auf. Aber das andere Spiel, was ich geplant habe, gibt es dann definitiv auch spätestens nächste Woche, denke ich mal. Muss ich mir erstmal wieder runterladen. Ich habe ja den PC habe ich jetzt eigentlich schon wieder seit fast einem halben Jahr, den neuen, glaube ich, oder? Ja, seit September, jetzt ist Januar. Aber ich habe halt noch nicht wirklich viel runtergeladen an Zeug. Ich lade immer nur das, was ich spiele, runter mittlerweile. Weil wenn man aufnimmt, der eine oder andere kennt es vielleicht, die Fraps-Dateien, die scheißen einem die Festplatte zu, bis zum geht nicht mehr. So, 5er Stack, das ist immer gut, das macht viel Schaden. So, man kommt halt bei den meisten Spielen so auf 4 GB für 2 Minuten Aufnahme. Das ist öfters so. Das ist schon eine ganze Menge dann. Man nimmt ja dann immer so eine Stunde auf in der Regel. Das müssen wir auf 5 Kisten haben, oder? Das hat ja super geklappt dann. Ich weiß es nicht genau, wir machen einfach mal weiter. Das schadet nicht, wenn man hier weitermacht. Nur wenn ich gerade irgendwie nichts mehr sehe, was ich hier wegstecken könnte. Dann haben wir noch Schilde. Hauen wir schnell noch Nahrung rein. So, mal gucken, wir sollen in der letzten Sekunde einen Gegner killen. Ich weiß nicht, ob das jetzt gereicht hat. Ich hoffe es einfach mal. Hier nehmen wir noch einen Schlüssel, da haben wir ja genug von. Ja, hier nimm noch einen. Was ist das denn? Sieht aus wie ein Telefon, das Ding. Gut, töten wir das Telefon. Oh, das Telefon hat mich gefickt. Hey, wir haben beide bekommen. Das ist schön, man sieht hier, da kriegt man Gold für. Und dann kriegen wir jetzt, wenn wir das nächste Mal reingehen, 2 neue Quest-Dinger zur Verfügung gestellt. Gucken, jetzt haben wir eine Menge Gold, jetzt können wir uns eventuell... Ja, wir können die Waffenschärfe upgraden. Und gucken, das ist jetzt momentan, heißt es schon scharf. Was ist denn danach? Was ist denn noch schärfer als Schärfe? Mal gucken, was das Spiel da jetzt ausspuckt. Keen, ah, super. Naja, also ich meine, wenn man Schärfe erhöht, dann ist ja das Resultat, was man erzielen will, dass die Waffe scharf ist. Das reicht ja eigentlich schon. So, wir sollen durch das Benutzen von der Schriftrolle 3 Dinge auf einmal auflösen. Das wird glückabhängig sein. Eine Kiste oder eine Tür öffnen mit dem Benutzen von der Schriftrolle. Also es ist, weil es auf Glück basierend, dass die Sachen, die man durch die Schriftrolle bekommt, halt richtig spawnen. Ich mag ja sowas nicht, wenn Sachen auf Glück aufbauen, aber na gut. Wenn das Spiel das möchte. Ich sollte vielleicht noch erklären, falls es beim letzten Mal so ein bisschen untergegangen ist.
Nur weil die Serie Crap Time heißt, heißt das nicht, dass ich nur schlechte Spiele spielen muss. Also ich werde auch ab und an Spiele reinnehmen, die gut sind oder die ich einfach nicht kenne. Das hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt, aber einige haben das nicht verstanden. Beziehungsweise wollten sie nur, dass ich weiterhin Müll spiele. Aber es gibt halt nicht unendlich viele Müllspiele. Das ist leider immer so. Es gibt eine ganze Menge Scheiße, aber nicht unendlich viel. Na, da ist ja gar nichts an Gegnern. Ich dachte, da kommt jetzt ein Gegner hinter der Tür. Das ist nämlich meistens irgendwie so, wenn man die Tür aufmacht, dann ist da direkt ein Gegner hinter. Das ist ein bisschen nervig. Ich habe hier nicht mehr viele Waffen. Ich brauche Waffen. Sonst sterbe ich. Gut, ich glaube, ich steppe gleich. Ja, da brauche ich mein Item gar nicht mehr verwenden. Das heben wir uns lieber auf für die nächste Runde. Man kann auch immer, wenn hier schon dieses diese Musik kommt, dass man verloren hat, kann man immer noch schnell ein bisschen was verschieben. Da kann man sich ja immer noch ein paar Holz- oder Steindinger zusammenschieben. Das ist manchmal auch ganz praktisch. Was bringt das, wenn man bei Holz oder Stein 4er oder 5er reinmacht? Das ist halt bei einer 4er Reihe, sehen wir hier, man bekommt doppelt Zeugs. Und bei einer 5er Reihe bekommt man dreimal so viel. Das geht extrem schnell hoch dann, wenn man hier mal auf die Counter achtet. Also so ein normaler Stack ist halt, weiß nicht, 60 mittlerweile oder irgendwie so in der Drehe. Und so ein 5er Stack, der ist dann immer irgendwie 200. Wow, haben wir schnell verloren. Ja, man sieht hier, manchmal hat man echt Kacke am Anfang direkt rumliegen, da kommt man nicht weit. Manchmal hat man einfach total Glück, dass das alles so umfällt, dass man direkt weiterlaufen kann. Ist, wie gesagt, sehr auf Glück basierend. Macht aber dennoch irgendwie Spaß. So, da haben wir noch einen Schlüssel. Und da haben wir einen Gegner. Ich bin mir auch nicht sicher, ob sich jetzt die Stab-Upgrades wegen Magieschaden mehr lohnen oder die Schwertsachen. Ich würde fast sagen, dass das Schwert sich mehr lohnt. Irgendwie diese gerüsteten Gegner, oder ja, die mit Rüstung halt, die sind nicht so häufig. Oh, der hat dann 280er Crit gemacht. Die hier zählen auch als Gegner mit Rüstung, die Dämonen. Merkt man, wenn man da mit Schwert draufhaut, das macht nämlich fast gar keinen Schaden. Das ist ziemlich eklig. Dafür macht halt Magie umso mehr. Ja, was bei diesen lilanen Dingern, also bei den Rucksäcken, das bringt, wenn man 5 in einer Reihe hat, das weiß ich nicht so genau. Ja, Mensch. Da zerfällt halt einfach mal alles. Durch sowas kommt man dann meistens ganz gut voran, wenn man so ein bisschen Glück hat. Stäbe. Stäbe spawnen ist mal gut. Vor allem, wenn so ein Dämon vor einem steht. Man sieht, der wird einfach mal kaputt geprügelt. Ich wette, die Hälfte von euch kriegt eh nicht mit, was hier gerade abgeht. Obwohl ich es erklärt habe. Aber es ist halt immer, wenn man Sachen einmal erklärt bekommt, ist es nicht so verständlich, wie wenn man es selber ausprobiert. Das habe ich auch schon öfter bei YouTube-Videos gemerkt. Ich weiß nicht, sollte ich hier vielleicht noch andere Sachen ansprechen, die ich plane? Lohnt sich das? Ich probiere es einfach mal. Ich habe mir überlegt, dass ich eventuell bald ein Dota-Turnier mache. Ein kleines. So wie ich früher auf meinem alten Kanal TF2 Cups hatte. Zwei Stück. Da TF2 mittlerweile irgendwie nicht mehr so aktiv gespielt wird, muss ich sagen. Also die Spielerzahl ist ziemlich zurückgegangen, kommt mir so vor. Möchte ich ja meinen Fokus persönlich auf Dota verlagern, das haben die einige schon mitbekommen vielleicht. Ich habe es auch schon mehrmals angesprochen. So, ich schmeiß einfach mal beide Items auf den Drachen. Na gut, der wird mich trotzdem ficken, wie ich das sehe. Ja, der fickt mich. Was soll ich denn gegen den machen? Ich kann doch gar nichts gegen den machen, der fickt mich einfach weg. Oh, wir haben jetzt Tatsache was erreicht. Gut. Ja, und ich bin gerade am überlegen, was ich denn für den Dota Cup, wenn ich einen machen würde, als Preis nehmen könnte. Ich habe noch 2 Euro. Ich wollte eigentlich Binding of Isaac dafür kaufen, aber war dann leider, als ich das Geld hatte, nicht mehr im Angebot. So, was können wir denn hier als Upgrade schönes kaufen? Das hier wäre eigentlich ganz gut. Mehr Damage gegen Drachen, weil die ficken einen immer am Ende. Das hier ist aber auch gut. Man, also, ja, wie soll man das erklären auf Deutsch? Dieser Abzug, den man auf den Schaden bekommt, wenn man gegen einen Gegner mit Rüstung kämpft, der ist halt dann um die Hälfte reduziert. Das heißt, man macht mit Schwertern einfach mehr Schaden. Das nehmen wir mal. Gold haben wir nicht so viel, könnten wir das upgraden. Gucken.
Ach, das ist schon mit Level 3 auf Maximum. Dann graden wir mal die Stabhütte ab. Also ich wollte halt The Binding of Isaac als Preis eigentlich einsetzen, aber... ja, das war dann nicht mehr im Angebot. Jetzt überlege ich, was ich denn für 2 Euro in den Preispool tun könnte, weil... ich meine, ich muss ja immer die Scheiße alleine finanzieren. Weil irgendwie kein anderer bei der Organisation von Turnieren oder sowas helfen will. Und ich will ja meine Abonnenten irgendwie mit einbeziehen. Und da viele von denen jetzt, beziehungsweise von euch jetzt, wirklich Dota spielen, zumindest sehe ich das ziemlich oft in meiner Fanslist, könnte man da mal so einen kleinen Cup machen. Die Regeln und sowas habe ich alles schon parat, das wäre kein Problem. Also es wäre halt ein One-on-One-Turnier, wäre durch die Regeln aber eigentlich ziemlich gebalanced. Ich weiß nicht, wenn ihr Interesse daran habt und auch teilnehmen würdet, dann könnt ihr mir das gerne hier schreiben, das wäre ziemlich nett von euch. Ja, wenn da wirklich ein paar Leute sagen, das wäre cool und sie würden mitmachen, dann probiere ich mal, dass ich sowas organisieren kann. Weil das wird um einiges einfacher zu organisieren als bei TF2. Bei TF2 war halt immer das Problem, man muss einen Server mieten, beziehungsweise kostet das alles Geld und sowas. Und die Server haben halt auch geringe Kapazitäten und sowas. Und das kostet... also eigentlich war das schlimmste Problem immer das mit dem Geld. Und das wäre halt da nicht so, weil da kann ja jeder privat einfach ein Game hosten, das ist ziemlich praktisch. Und ich bräuchte 7 Leute. Ich würde ja auch selber mit teilnehmen. Das wäre dann im Prinzip so wie der Schlag den Rab, also falls ich gewinnen sollte. Ich will den Preis nicht haben, denke ich mal. Und der wäre dann halt im Pool wie bei Schlag den Rab, dann würde der beim nächsten Mal halt gewonnen werden. Vielleicht kommt da noch was dazu oder so. Auf jeden Fall würden dann die Leute, die ins Halbfinale kommen, sicherlich irgendeinen Vorteil für den nächsten Cup bekommen. Muss man mal schauen. Also ich habe zwar schon Regeln so oft geschrieben, beziehungsweise auch in ein Textdokument notiert, aber das mache ich dann erst alles fest, wenn ich wirklich Zusagen habe. Wäre auch praktischer, weil man muss dann nicht alle Matches an einem Tag spielen. Man kann dann einfach sagen, okay, ihr beiden, wenn ihr Zeit habt, spielt ihr jetzt euer Match und dann kann man das Turnier so ein bisschen auf eine Woche oder sowas strecken. Das ist eigentlich ziemlich geil. Weil bei den TF2-Turnieren hatten wir immer das Problem, wir mussten wirklich das Turnier an einem Tag spielen. Weil halt alle auf einmal Zeit haben mussten. Weil es halt auch am Stück gespielt wurde. War immer ein bisschen kacke. Ja, also wir sind immer noch nicht im Spiel, falls ihr es nicht gemerkt habt, nachdem ich jetzt zu viel off-topic gelabert habe. Wir spielen tatsächlich noch dieses Spiel. Ich komme nicht so wirklich voran, muss ich sagen. Also ich denke, muss erstmal noch ein bisschen meine Quest-Dinger hier machen, dass ich dann wieder mal einen Rang steige und mit dem nächsten Rang komme ich dann sicherlich auch wieder ein bisschen weiter, weil ich dann automatisch schneller Gold und Rohstoffe kriege und mehr upgraden kann und all sowas. Fuck, ich sterbe. Ich muss auch mal überlegen, ich sollte vielleicht irgendwie so ein Rating-System einführen für mein Crap-Time-Zeug. Dann kann ich nämlich irgendwie besser festmachen, ob ein Game nun wirklich gut ist oder nicht. Naja, ich überlege mir da mal so ein bisschen was. Ich meine, das ist ja gerade alles noch praktisch in der Testphase hier, um zu sehen, wie das Ganze ankommt. Aber ich glaube, die Pony-Videos kamen ganz gut an. Ist im Prinzip das gleiche wie ein LP, nur dass ich nicht gezwungen bin, hier am Stück immer tausend Parts aufzunehmen, damit es weitergeht. Deswegen eigentlich ziemlich cool. Fuck, ich sterbe. Ich glaube, ich habe aber gerade hier unten wieder ein Objective gemacht, weil ich mit einer Squall eine Kiste geöffnet habe. War aber auch nur Glück, also alles was mit Squall zu tun hat, ist random. Nee, aber so ein Rating-System wäre schon irgendwie gut, da müsste ich nur gucken, nach welchen Punkten ich das bewerte. Weil ich meine, Grafik wird bei vielen bewertet. Zum Beispiel in diesen Gaming-Zeitschriften und sowas. Weil ich finde, Grafik ist für ein Spiel nicht ausschlaggebend. Ich meine, das sieht auch nicht gut aus hier. Ne? Da kann ich ja das Spiel nicht automatisch schlecht machen, nur weil es ein Indie-Game ist und nicht toll aussieht. Das wäre irgendwie total arschig. So, da haben wir sogar Holz und Stein gekriegt, ein bisschen. Nicht, dass uns das wirklich was bringen würde. Also ich glaube, wir graden jetzt erstmal das Schwert weiter ab. Das können wir gar nicht, das ist auch gut. Achso, wir haben jetzt schon die Zeit rum. Ja, Mensch. Also, das war 10 Millionen oder 10 Millionen. Ein interessantes Spiel. Übrigens sehen wir jetzt auch gerade dieses andere Dings. Wir müssen 1,4 Millionen Punkte in Adventurer machen. Dann kriegen wir die nächste Stufe, also den nächsten Rang. Ja.
denke mal, das werde ich dann irgendwann noch machen. Ich werde das Spiel sicherlich auch weiterspielen, weil ich finde es nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. Also, wenn ihr das Gameplay ansprechend findet, kann ich euch das Game nur empfehlen. Das kostet jetzt 4 Euro die nächste Woche. Und ich würde sagen, es ist definitiv ein gutes Spiel. Also, ja, es lohnt sich, das zu kaufen. Und, wie kann man es denn ausdrücken? Es ist einfach gut. Ja, nicht so wie das Pony-Spiel beim letzten Mal. Es macht Spaß. Ich habe es jetzt über 4 Stunden gespielt. Es macht immer noch Spaß. Also es ist auch motivierend. Und wenn ihr so Spaß an Upgrade-Games habt, dann holt euch das definitiv. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in Episode 3 von Crab Time. Ich bin Riven. Mal gucken, was es beim nächsten Mal Schönes zu spielen gibt. Wir sehen uns.